Hallo, wir sind jetzt unterwegs. Wir müssen noch nach Halle, noch meine Begleitung abholen. Und von Halle geht es dann direkt Nähe Magdeburg. Und die Aufregung hat sich auch wieder ein bisschen gelegt. Also jetzt nach Halle. Wir haben jetzt also noch ein bisschen musiziert und gegessen und jetzt sind wir mega müde und wir haben gerade festgestellt, dass wir morgen ziemlich zeitig los müssen. Wir haben noch genau 1,5 Stunden Fahrt vor uns. Wir wissen nicht, wie es da aussieht und wo wir eigentlich genau hin müssen. Ich check lieber nochmal, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Guten Morgen, Freunde. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Hannover, wie wir uns das vorgestellt haben, mit 20 Minuten Verspätung. Es ist kurz nach 8 und die Sonne lacht und wir auf der Autobahn geben wir lieber Obacht. Letztes Mal, als ich in Hannover war, wurde ich abgeschleppt. Also nicht ich, mein Auto. Ich hoffe, diesmal wird es nicht passieren. Sonst komme ich nie wieder nach Hannover. So, wir laufen jetzt zum Startbereich, beziehungsweise zur Abholung der Nummern. Man erkennt es in meiner Stimme, ich bebe vor Aufregung. Die Stimmung ist ganz gut, es sind wie auf dem Festival hier. Alle mögen sich, alle haben sich lieb und alle freuen sich. Nur keiner trinkt Alkohol. Danach noch die Webcam-Besprechung für Ballathlon. Ich würde sagen, jetzt geht's los. Und ich bin sehr aufgeregt. Ich will nach Hause. Nein, da lang!
Eine Schlussspielpanette. Was findest du gerade? Panette. Dieser Wunsch. Wir haben noch schnell was zu essen. So, jetzt haben wir eine Pizza gegessen, die man hier gut erkennen kann. Und alles eingeladen, wie man hier gut erkennen kann. Und wir müssen jetzt noch schätzungsweise 3,5 Stunden nach Hause fahren. Das nervig. Machen wir uns die Tour. Aber dafür haben wir es geschafft. Das ist super. Ich will nicht. Ich muss erstmal alles irgendwie verdauen. Zum Beispiel mit einem Stück von dem Ding da oben. Apfelstrudel. Und dann werde ich morgen noch mal kurz gucken, was jetzt eigentlich hier gerade passiert ist. Was ist das für eine Fahrt? Ewig. 23:02 Uhr und jetzt kann ich endlich ausladen. Endlich kann ich jetzt ausladen. Gute Nacht. So, da ist er, der Tag danach. Also ich bin immer noch mega platt, meine Beine sind ganz müde. Und ich will mal kurz irgendwie versuchen, das zusammenzufassen, was gestern passiert ist. Erste Mitteldistanz geschafft. In 5 Stunden, 26 Minuten und ich glaube 40 Sekunden oder so. Das Ziel mehr als übertroffen auf jeden Fall. Unter 5:30 finde ich für mich jetzt echt stark. Ich habe ja viele Sachen getestet, also sowas wie Ernährung, Fahrrad, wo ich erstmal geguckt habe, wie läuft das überhaupt, wie funktioniert das für mich. Haut das hin? Und das hat alles sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Die Zeitfahrposition war ab Kilometer 70 dann schon nur noch schwer zu ertragen. Schwimmen. Schwimmen war an sich super, weil man hat den Grund gesehen und ein paar Pflanzen zwischendurch im Wasser. Und da hat man richtig gesehen, wie man sich im Wasser nach vorne zieht. Das war echt ziemlich cool. Allerdings habe ich irgendwie das Problem gehabt, ich konnte... Also vor mir waren Menschen und der Wasserschatten war vorhanden. Das war super. Allerdings war ich zu schnell im Wasserschatten zum Kraulen. Und dann habe ich halt ab und zu umgeswitcht auf Brustschwimmen. Da war ich dann wieder zu langsam für die Gruppe. Das heißt, ich bin immer kraulen, bis ich wieder an die ran war, dann wieder Brustschwimmen. Kraulen, Brustschwimmen. Und so kam ich nie in diesen Flow rein. Am Schwimmen muss ich definitiv noch arbeiten. Rein von der Distanz her, auch mal längere Strecken schwimmen. Auch im Freiwasser. Das hat sich für mich wirklich elendig hingezogen. Und dadurch, dass ich so auf Brust geschwommen bin, habe ich auch schon gemerkt, dass die Waden so ein bisschen blockieren. Kam ich aus dem Wasser raus und war unendlich froh, dass das Schwimmen vorbei war. Und habe schon beim Hinterrennen gemerkt, oh, die Beine fühlen sich jetzt gar nicht mal so gut an. Und als ich dann mein Neo vom rechten Bein reißen wollte, gab es einen mega Krampf. Ich konnte nicht mehr aufstehen, ich konnte nur noch sitzen und warten, bis das vorbeigeht. Hab ein bisschen versucht, leicht mich zu bewegen, dass das funktioniert, aber das war einfach der super krasse Krampf in der rechten Wade. Ich dachte, also jetzt kann ich erst noch hier 5 Minuten liegen bleiben oder was. Ging dann doch nach ungefähr 30 Sekunden weg und das hat mich irgendwie ganz schön durcheinander gewürfelt und war ein bisschen demotiviert dann dadurch. Ich dachte, wie soll ich denn jetzt noch den Rest schaffen, wenn ich jetzt schon Krämpfe habe. Vor allem, weil ich vorher nie Krämpfe hatte in der Vorbereitung. Und
Dann aber auf dem Fahrrad konnte ich ganz gut fahren. Die ersten Kilometer bin ich halt ein bisschen ruhiger gefahren. Hab geguckt, wie das funktioniert. Die Strecke kann ich ja nicht. Lief super. Und so kam ich eigentlich ganz gut vom Rad. Allerdings die Stimmung beim Fahrradfahren, die war ein bisschen eigenartig. Von die anderen Menschen, die man da so um sich hatte, die waren alle, also auch nicht, die waren mega angespannt. Die wirkten alle, als ob sie irgendwie hier um ihr Leben fahren. Das war irgendwie ganz komisch. Alle total mit sich selbst beschäftigt und gar nicht mal irgendwie mal angelacht oder mal gegrüßt. Oder dann auch der Wechsel zum Laufen lief ganz gut. Bin dann relativ schnell losgelaufen, habe aber gemerkt, okay, du sollst es nicht so ganz so schnell machen. Und habe versucht, mich da an ein paar Leute dran zu hängen. Die habe ich dann aber auch relativ schnell überholt. Hat mir so auf den Puls geguckt, dass ich immer so bei 155 bin. In der ersten Runde. Die erste Runde hat sich auch mega lang hingezogen. Super Strecke war das, da im Park. Aber dann bei der Wende, die Wende habe ich fast verpasst. Martin, nein, da lang. Kurz nach der Wende, oder kurz vor der Wende habe ich schon noch jemanden kennengelernt, der hier auch aus der Region kommt. Und wir sind eigentlich die ganze Zeit zusammengelaufen und kamen dann eigentlich relativ gut ins Ziel. Also ich war wirklich jetzt nicht mental am kompletten Limit, allerdings meine Waden waren wirklich absolut durch. Ich nehme an, durch das Brustschwimmen, das war einfach zu viel. Und die Zeit 5 Stunden 26, also ist wirklich echt der Hammer. Also da hatte ich vorher nicht dran gedacht, dass es so gut funktioniert. Und vor allen Dingen, als ich gemerkt habe, da ist noch Luft nach oben. Als wir ankamen, habe ich ja gesagt, wurde die Atmosphäre ziemlich gut. Also ich habe mich da wirklich wohl gefühlt, alle haben gegrüßt und dann angelächelt und es war echt stark. Aber sobald es dann losging, fand ich, war die Stimmung wirklich eher gedrückt. Die ganzen Athleten waren irgendwie ein bisschen alle mit sich selbst beschäftigt und gar nicht so, das war alles gar nicht so locker. Und das hat sich dann ein bisschen auch auf meine Psyche niedergeschlagen, sodass ich nie in diesen Hype, in diesen Flow reinkomme. Geil, jetzt geht's los und ich laufe hier und ich fahre hier Fahrrad und alles ist super cool. Das hat mir leider komplett gefehlt. Es gab ein paar Abschnitte, wo ich mich gut gefühlt habe, auf jeden Fall auf dem Fahrrad. Die erste Runde, die ging super ab und ich hatte super Spaß. Aber so diesen dauerhaften Flow, der einen absolut da fliegen lässt, der hat irgendwie bei mir nicht eingesetzt. Also unterm Strich, ich bin super zufrieden. Ich habe mich ja jetzt seit einem halben Jahr auf diesen Wettkampf vorbereitet und möchte das auch nicht schmälern. Das war eine super krasse Erfahrung für mich. Ich habe super viele nette Menschen kennengelernt. Ansonsten möchte ich nochmal ganz besonders auf die dänische Fangruppe hinweisen. Da standen vielleicht 10 bis 14, ich weiß nicht genau, Menschen mit dänischen Flaggen und die haben einen da angefeuert. Jeder, der vorbeikam, haben die da angefeuert. Das war unfassbar. Ich überlege, ob ich jetzt dieses Jahr noch eine zweite Mitteldistanz mache, weil ich einfach gemerkt habe, jetzt habe ich erstmal die Basics gesetzt. Ernährung, Wechsel und die Distanzen mal durch und jetzt weiß ich kann das und wie fühlt sich's an und was geht vielleicht noch mehr und wo muss ich nochmal machen. Allerdings habe ich da halt Angst, dass ich ohne Neo schwimmen muss, wenn das da zu warm ist. Also wie geht es weiter? Erstmal natürlich eine kurze Erholungsphase und dann steht eine Reise nach Warschau an, wo ich auch so ein kleines Reisetagebuch machen werde. Eine Alpencross werde ich noch machen und dann muss ich jetzt wirklich langsam mal entscheiden, ob ich nächstes Jahr die Langdistanz angehe, ob es ein Ironman wird oder eine Challenge Regensburg zum Beispiel und ob ich mir das zutraue, wen ich dann mit ins Boot holen kann. Gestern habe ich gesagt, das ist mir ausgeschlossen, dass ich das nächstes Jahr mache. Unmöglich. Heute nochmal rückblickend kann ich sagen, wenn ich nochmal schwimmen lerne ordentlich und vielleicht noch mehr trainiere und vielleicht mit Plan trainiere, ist das vielleicht nicht ausgeschlossen, dass ich das nächstes Jahr schaffe. Allerdings wird es ziemlich schwer und hängt noch von ein paar anderen Faktoren ab. Ich ruhe mich erstmal ein paar Tage aus und lege die Beine hoch und mache ein paar Sachen, die so angefallen sind, die ich noch nicht geschafft habe jetzt. Vielen Dank fürs Mitfiebern und Zugucken und ich hoffe, ihr bleibt auch jetzt nach der Mitteldistanz bei Triavi dabei und deabonniert nicht den Kanal. Achso, und ich muss ja noch die Auslosung wird in dieser Woche noch statt. Die Auslosung zum 100. Abonnenten, die werde ich in dieser Woche noch machen. Muss ich gleich mal ins Tafelwerk schauen, wie jetzt genau die Formel für die Auslosung war. Ich bin mir ganz so sicher. Danke und auf Wiedersehen und bye bye.